Willkommen bei einer weiteren Reset-Episode. Heute mit dem Thema, wie verbessere ich die Kniebeuge und wie lerne ich die Kniebeuge? Kniebeuge ist ein Thema, was sehr viele beschäftigt. Viele wollen sie lernen, viele wollen die Position verbessern, wollen schwerere Gewichte schaffen. Und über all dem steht natürlich das Techniktraining für die Kniebeuge. Ich möchte heute das Ding auf zwei Weisen angehen. Nummer eins möchte ich eine einfache Möglichkeit schaffen, wie wir ein bisschen mehr Beweglichkeit in die Sprunggelenke bekommen, die natürlich gerade in der Dorsalflexion hier nach vorne extrem wichtig sind. Das heißt, der Knievorschub muss gewährleistet sein, während meine Ferse auf dem Boden stehen bleibt. Das mache ich mit einer Mobility-Übung. Und dann werde ich zwei Technikübungen zeigen, die einen guten Einstieg liefern in das Thema Kniebeuge. Und wenn ich mir nicht sicher bin, soll ich Kniebeugen machen oder nicht, auf jeden Fall eine recht schonende Weise zeigen, wie ich da reinkomme und wie ich da auch besser werde. Legen wir los. Übung Nummer 1, eine Mobilisationsübung. Und zwar nehme ich ein Band, ich mache das recht weit unten fest. Und ich lege mir das, und das ist wichtig, direkt, wenn hier meine Knöchel sind, lege ich das direkt unten drunter. Ja? Und zwar auf das sogenannte Sprungbein, auf den Talus. Diese Position, dieses Sprungbein möchte ich blockieren und kicke dann mein Bein nach vorne. Am besten auf eine leichte Erhöhung. Setze mich auf der anderen Seite im besten Fall in eine Art Fersensitz, beziehungsweise klappe meinen Fuß ab. Und jetzt kann ich hier vorsichtig mein vorderes Sprunggelenk mobilisieren. Das Band blockiert meinen Talus. Ich kann mein Schienbein nach vorne schieben, kann hier in gewisse Ebenen reingehen, vorsichtig versteht sich, und arbeite hier circa 2 Minuten pro Seite meine Sprunggelenke aus. Die Erhöhung ist dafür, dass der Zug vom Band etwas diagonal nach unten geht, also noch besser auf dem Sprungbein liegt. Ich könnte sogar rein theoretisch hier noch meinen Fuß hinten drauflegen, um noch mehr Zug zu generieren. Anschließend möchte ich den eventuell neu gewonnenen Bewegungsradius mit Kraft füttern und möchte das gleichzeitig nutzen, um Techniktraining zu machen. Die erste Übung, die ich dafür machen kann, ist unter anderem der Plate Squat. Und zwar schnappe ich mir eine 5-Kilo-Scheibe, egal ob Männlein oder Weiblein, das Gewicht ist nicht so wichtig. Es sollte nur nicht so schwer sein, also lieber ein bisschen weniger nehmen. Und dann machen wir Folgendes. Wir stellen uns um unsere individuelle Squatbreite und schieben beim Runtergehen die Platte von uns weg und ziehen sie beim Hochgehen wieder an uns ran. Das sorgt dafür, dass ich einen Gleichgewichtsausgleich schaffe, der verhindert, dass ich nach hinten umfalle, wo viele ein Problem mit haben. Ganz oft ist es eben nicht nur ein Beweglichkeitsthema, sondern auch ein Technikthema, ein Gleichgewichtsthema. Die Übung sollte ich anfangen zu trainieren in der Bewegung, die ich haben möchte, und nicht nur Mobility-Übung machen. Ja? Schritt 1 könnte sein, Sprunggelenke aufmachen, Schritt 2 Blade Squats. Und dann der Transfer zu einer richtigen Kniebeuge ist immer eine gute Variante, wenn ich sogenannte Box Squats einbaue, gerne auch mit Gewicht. In dem Fall schnappe ich mir eine Kurzhantel, die darf auch leicht sein am Anfang. Und ich begrenze meine Tiefe durch eine Box. Somit gewinne ich die Sicherheit, Schritt für Schritt die Tiefe auszuarbeiten. Wenn das gut geht, könnte ich die Box zum Beispiel eins niedriger machen und bin dann schon beinahe unter 90 Grad. Diese Dreifachkombination, Band für Mobilität des Sprunggelenks, Plate Squats als Techniktraining und der Goblet Box Squats als dann endgültige Vorbereitung für die richtige Kniebeuge, ist ein super Step-by-Step-Schritt, wie ich tatsächlich die Kniebeuge auch Schritt für Schritt verbessern kann. Ich hoffe, das hilft weiter. Ich verlinke hier noch ein Video, wo das Thema Mobility für die Kniebeuge nochmal komplett auseinandergenommen wird. Da könnt ihr gerne mal reinschauen. Und ansonsten freue ich mich natürlich über Kommentare, Likes und Abonnenten. Danke fürs Zuschauen und bis zur nächsten Episode. Euer Mobility-Coach Benny.